Ja, hallo, grüß Gott, buenos dias, buenas tardes. Liebe Leute, grüß Gott, wo auch immer Sie gerade stehen, sitzen, liegen, zuschauen und jetzt hier dabei sind und mir wieder folgen auf Ibiza Safari. Mein Name ist Friederike, ich arbeite beim Ibiza Kurier. Wer die noch nicht kennt, das ist die deutsche Lokalzeitung für Ibiza und Formentera. Gibt seit 2013 in gedruckter Form, im Moment leider nur als Online-Zeitung, weil sehr, sehr viele unserer Verkaufsstellen auf Ibiza geschlossen sind. Generell, weil die Insel komplett leer ist und kaum deutsche Besucher da sind. Und natürlich, wir haben auch die Printabonnenten in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Die sind jetzt aber ebenfalls im Moment, mussten wir die vertrösten, die kriegen halt im Moment nur die Online-Zeitung. Wir werden versuchen, so bald wie möglich auch wieder als gedrucktes Exemplar zu erscheinen. In der Zwischenzeit müssen Sie im Internet mit uns Vorlieb nehmen und eben auch hier auf YouTube, wo Sie sich jetzt eingeschaltet haben, was mich sehr freut. Und ich bin heute hier in San Juan. Heute ist Sonntag, der 11. Oktober. Es ist ca. 16 Uhr. Sonntags in San Juan ist es ist der Tag, da ist dieser wunderschöne kleine Mercadillo, ein Markt, ein Hippie-Markt, der sich über die letzten 3 Jahre zum richtigen Highlight entwickelt hat. Also aus nah und fern strömen die Leute hierher, Einheimische als auch Touristen, um sich ein bisschen umzuschauen, um ein bisschen Geselliges beieinander zu genießen und eben vielleicht auch eine Kleinigkeit zu essen und vielleicht auch eine Kleinigkeit zu shoppen. Wir haben jetzt gerade geparkt und sind jetzt gerade auf dem Weg, werden gleich hier runterlaufen in die Dorfmitte und stehe jetzt hier, das wollte ich Ihnen deswegen einfach nur kurz zeigen, vor der Sabadell Bankfiliale von San Juan, die nicht mehr ganz frisch aussieht und auch außer Betrieb ist. Man merkt es, in den kleineren Ortschaften schließen nach und nach die Banken. Es gibt immer weniger Filialen. Auch hier die steht, dass sie jetzt irgendwo woanders untergebracht ist. Der Bankautomat ist noch da, aber das ganze Lokal ist verrammelt. Und so sieht es auch in anderen Ortschaften aus. Aber es soll jetzt nicht um irgendwelche Bankenschließungen gehen, sondern es ist ja Sonntagnachmittag und wir wollen den Tag genießen. Und deshalb nehme ich Sie jetzt auch mit. Es hat heute Morgen ganz stark geregnet. Es war auch richtig kalt und windig und stürmisch. Deshalb dachte ich, der Markt wird sicherlich ins Wasser fallen. Aber es sind tatsächlich ein paar Stände da, nicht viele. Wir gehen jetzt einfach gucken, wer von denen noch da ist und ob die vielleicht uns was erzählen möchten. Das ist die Hauptstraße von San Juan. Also wir laufen hier vom Parkplatz jetzt runter. Eigentlich hier die Straße, das ist hier ein Kommen und Gehen am Sonntag. Die Dorfleute sind auch meistens wirklich glücklich, dass an einem Tag in der Woche wenigstens was los ist. Und es ist nun mal der Sonntag. Ich kann auch ein bisschen Musik hören, das ist auch wunderbar. Und die Sonne kitzelt uns in der Nase. Vorsichtsstufe. Gehen wir mal um die Ecke. Hi, wie geht's? Alles gut? Habt ihr mal hier ein bisschen auf dem Markt gewesen? Wir machen gerade einen kleinen Rundgang über den Markt für den Ibiza Kurier. Ihr wart schon durch, ja? Ja, ja, wir waren schon durch. Und lasst es euch gut gehen, ja? Lasst es euch schmecken. Dankeschön. Tschüss. Also hier ist es, der Dorfplatz, das Ayuntamiento, die Dorfkneipe. Und Musik wird auch noch gespielt, das heißt, wir gehen mal gucken. San Juan ist super typisch im Norden, das ist sozusagen die Aussteigergegend. Ne? Also wir sind hier in der Ecke mit den Hippies und der alternativen Szene, Aussteiger. Und ja, wer sich also für das alternative Ibiza interessiert, der sollte unbedingt nach San Juan den Abstecher machen. Ich bin
Also die meisten Menschen tragen Maske. Wir haben ja auch noch die Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Das heißt, man sieht, die meisten Menschen tragen eine, aber nicht alle. Hier wird also schon zusammengepackt. Es ist 16 Uhr, also heute war jetzt nicht so ein ergiebiger Tag. Nehme ich mal an, dass sie schon früher abbauten. Man bekommt ja also wirklich von selbstgemachter Marmelade bis zum Goldschmuck alles, Räucherstäbchen und Orille und ja, aber heute die meisten haben schon abgebaut oder sind gerade am Abbauen. Aha, die Kaiser Bank gibt es noch. Yes? Yeah. But the bank is closed. The bank is closed. Machine is available. The machine is working. Yeah. San Juan ist wirklich ein wunderhübsches, idyllisches Fleckchen. Da unten ist ein ganz süßes Café, wo jetzt viele sitzen und nach ihrem Shopping-Erlebnis noch einen Kaffee trinken. Das ist das Ayuntamiento, also das Rathaus. Können wir mal rüber gehen? Können wir mal rüber gucken? Also so viel Angst, überfahren zu werden, muss man sich nicht machen. Ich sehe gerade, hier gibt es noch eine Bank, die in Betrieb ist, die Santander. Also jetzt haben wir hier das Bankenviertel von San Juan auch erkundet. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt selber auch einen Kaffee trinken, werde mir da oben ein schönes sonniges Plätzchen suchen, wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer Sie gerade sind und jetzt hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Abonnieren Sie unseren Kanal, unten gibt es auch so ein anderes Symbol, das man noch klicken muss, dann werden Sie informiert, wenn das nächste Video online geht. Und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind oder dabei waren und beim nächsten Mal wieder dabei sind. In diesem Sinne, alles Liebe von Ibiza, hasta luego.